This is the motto of the show Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ as vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute, endlich mal wieder, also wirklich, es geht mir so auf den Keks, dass ich da so wenig Zeit für habe, dieses wunderbare Buch zu lesen. Wir sind heute bereits den 10. Oktober und es ist schon wieder ein paar Monate her, dass ich die 22. Lesung gemacht habe. Heute herzlich willkommen zur 23. Lesung der Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lea, der sich ja Ende des 19. Jahrhunderts so viel Mühe gemacht hat, diese 2000 Seiten zu Papier zu bringen, und ich werde dann immer durch andere Dinge abgelenkt und komme einfach nicht weiter. Heute, wirklich, versprochen, die 23. Lesung. Wir fangen gleich an auf Seite 253, aber es gibt auch eine kleine Premiere in dieser Lesung heute. Ich möchte nämlich gerne als meinen Gast begrüßen den Maximilian Geisbauer, der einigen von euch natürlich bekannt ist, weil lange bevor dieses Video erscheint, ist natürlich schon Romanismus und die Reformation in Deutsch erschienen, und er hat sich die Arbeit gemacht, dieses Buch zu übersetzen, und hat auch noch andere Übersetzungsprojekte für mich inzwischen in Angriff genommen. Und der hat heute ein paar Minuten Zeit, und habe ich gesagt, komm, weißt du was, ich mache eine Lesung, und wenn du möchtest, dann gesellst du dich dazu, und deswegen möchte ich euch den Max mal eben vorstellen. Hallo Max und herzlich willkommen. Ja, hallo Jörg, vielen Dank für die spontane Einladung, und ja, ich sag mal moin moin aus Magdeburg. Ich weiß nicht, was man hier so sagt, ich wohne erst seit einem Jahr hier. Heute ist der 10.10. und ein wunderbarer Tag. Ich hatte jetzt einfach auch ein bisschen Zeit bei der Hand, und ja, da haben wir uns ja irgendwie gedacht, dass ich mir doch mal diese Lesung hier mit anhören könnte, und das will ich jetzt auch tun. Ich selbst zu dem Buch, was jetzt der Jörg gleich weiter vorlesen wird, habe mir das auch schon mal vorgenommen gehabt, es zu bestellen. Gab es aber irgendein Problem mit der Zustellung, und ja, ist es jetzt also nochmal so weit, dass ich die 3 Bände dann nochmal zukommen lasse. Begebe mich jetzt ein bisschen ins kalte Wasser, so gesehen, ne, weil ich jetzt einfach mal quer einsteige. Aber ich bin gespannt, und ich freue mich auf die Lesung, Jörg. Ja, und da fangen wir dann jetzt auch mit an. Für diejenigen, die in ihrer eigenen Kopie des Buches beilesen wollen, ich habe letztes Mal den letzten Absatz auf Seite 252, damit den Satz auf Seite 253 beendet, 252, nicht 255, ne? Damit 253 beendet, und diesen letzten Satz lese ich auch eben nochmal vor, bevor wir weitergehen in das Thema. Wir sprechen ja immer noch im 5. Kapitel über die Verfolgung, da sind wir immer noch in diesem Buch drin, und im Augenblick ist das Unterthema die Verantwortung der Kirche für die Ketzerverbrennung, womit wir uns auf der nächsten Seite beschäftigen wollen. Und da sagt der Autor also am Ende von Seite 252, die Kirche ließ jeden Würdenträger, den höchsten wie den niedrigsten, fühlen, dass seine Stellung ein Amt war in der allgemeinen Theokratie, worin der großen Pflicht, die Reinheit des Glaubens aufrechtzuerhalten, alle Interessen untergeordnet waren. Da habe ich ja, glaube ich, auch in der letzten Sendung bereits einen kleinen Kommentar zu gegeben, weil ich hatte das Video nach 57 Minuten Lesung abgeschlossen und dann noch ein paar Minuten Erklärung dahinter dran gegeben und habe, glaube ich, diesen Satz bereits ein wenig erklärt. Für diejenigen, die das vielleicht nicht verfolgt haben, das ist großes Pech, würde ich mir sicher den 22. Teil anschauen, würde ich nur eben mal zusagen, davon sagt eben die Kirche, dass sie ist die herrschende Macht in einem Staat. Sie sagt, dass die geistige Macht immer über der weltlichen Macht steht und alle anderen Interessen müssen der geistlichen Macht untergeordnet werden. Und genau das lesen wir hier. Die Kirche ließ jeden Würdenträger, also den kleinsten Pastor, den kleinsten Vikaren bis zum allerhöchsten Kardinal, fühlen, dass seine Stellung ein Amt war in der allgemeinen Theokratie, also in diesem Gottesstaat, den die römisch-katholische Kirche ja auf dieser Erde errichten will, worin der großen Pflicht, die Reinheit des Glaubens aufrechtzuerhalten, alle Interessen untergeordnet waren. Und die Reinheit des Glaubens aufrechtzuerhalten, daher kommt ja auch die Gründung des Büros der Inquisition, was ja heutzutage in 2018 heißt, dass von der Glaubenskongregation, ich komme jetzt gar nicht mehr auf den vollständigen Namen davon, ja, diese Institution in der römisch-katholischen Kirche, von der Papst Ratzinger, Papst Benedikt XVI., 25 Jahre lang Vorsitzender war. Ja? Die Glaubenskongregation, wie es heute heißt, das Büro der Inquisition, wie es damals hieß, dem ist alles andere untergeordnet. Nun, die Vorherrschaft Europas ruhte in dem Heiligen Römischen Reich. Niemand anders regierte, außer durch die Gnade des Papstes von Rom. Die Krönung war eine äußerst feierliche, religiöse Zeremonie, wobei der Kaiser zu den niederen Würden des Priesterstandes zugelassen und verpflichtet wurde, alle Ketzerei, also alles, was gegen den orthodoxen römisch-katholischen Glauben geht, die sich gegen die heilige katholische Kirche erhob, zu verdammen. Indem ihm der Papst den Ring übergab, sagte er, derselbe sei ein Symbol für seine Pflicht, die Ketzerei zu vernichten, und mit dem Schwerte umgürtete er ihn, um damit die Feinde der Kirche zu treffen. Friedrich II., also der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches damals, Friedrich II. Erklärte, dass er die kaiserliche Würde zur Aufrechterhaltung und zur Verbreitung des Glaubens empfangen habe. In der Bulle, welcher Antichrist Clemens VI. Karl IV. Anerkannte, wird unter den darin aufgezählten kaiserlichen Pflichten als erste die Ausdehnung des Glaubens und die Ausrottung der Ketzerei aufgeführt. Ja, die Nachlässigkeit des Königs Wenzel in der Unterdrückung der Lehre Wycliffs wurde als ein hinreichender Grund für seine Absetzung angesehen. Nach der Meinung der hohen Geistlichkeit lag in der Tat der einzige Grund für die Übertragung des Reiches von den Griechen auf die Deutschen in dem Umstand, dass die Kirche bei den Letzteren eine wirksamere Unterstützung zu finden hoffte als bei den Ersteren. Die Raimund gegenüber angewandten Grundsätze wurden in das kanonische Recht aufgenommen und jedem Fürsten und Adligen wurde zu verstehen gegeben, dass, wenn er nach gehöriger Warnung zögere, die Ketzerei aufs Haupt zu schlagen, seine Länder dem Raube preisgegeben werden würden. Die unteren Beamten wurden demselben Zwange unterworfen. Nach dem Konzil von Toulouse im Jahre 1229, das ja diesen über 20-jährigen Krieg dort beendete mit Raimund an der Spitze, wovon wir gesprochen hatten, verwirkte jeder in der Verfolgung der Ketzerei lässige öffentliche Beamte sein Eigentum und war für sein Amt nicht wieder wählbar, während das Konzil von Narbonne im Jahre 1244 jeden, der eine öffentliche Gerichtsbarkeit ausübte und in der Ausrottung der Ketzer säumig war, der Begünstigung der Ketzerei für schuldig erklärte, für einen Mitschuldigen der Ketzer ansah und so den Strafen für Ketzerei selber unterwarf. Diese Bestimmung wurde auch auf alle diejenigen ausgedehnt, die eine günstige Gelegenheit sich entgehen ließen, einen Ketzer zu ergreifen oder denen zu helfen, die ihn zu ergreifen suchten. So legte die Kirche mit allen geistlichen und weltlichen Strafandrohungen, die ihr zur Verfügung standen, einem jeden, vom Kaiser bis zum niedrigsten Bauern, die Pflicht der Ketzerverfolgung auf. Der Herrscher musste nicht nur strenge Gesetze zur Bestrafung der Ketzer erlassen, er und seine Untertanen mussten auch für die strenge Durchführung derselben sorgen, denn jede Lässigkeit in der Verfolgung galt nach dem kanonischen Rechte als Begünstigung der Ketzerei, deretwegen der Betreffende zur Verantwortung gezogen werden konnte. Wir gehen hier, nach dem Autor zu sehen, noch in eine Fußnote rein, die sich mir so nicht direkt ergibt, was daran so furchtbar wichtig ist. Aber ich lese hier unter anderem von Jan Hus, und das ist ganz wichtig, um da mal eben kurz reinzuschauen. So lesen wir also hier in der Fußnote, die von Böhmers Werk rausgenommen ist, Beaumanoir, Coutumt und Vaudois, vergleiche auch die Rede des Bischofs von Lodi über die Verurteilung des Johann Hus. Ja, also der wurde ja verurteilt auf dem Konzil von Konstanz 1415 und wurde dort getötet oder exekutiert, obwohl er eine freie Zusage, eine freie Geleitszusage sowohl vom Kaiser als vom Papst davor erhalten hatte. Und dann fährt die Fußnote fort und sagt, die Pflicht des Fürsten und aller Beamten bei Strafe der Verwirkung ihres Eigentums und der Verfolgung wegen Ketzerei, die Ketzerei auszurotten, wird kurz und bündig zum Ausdruck gebracht in der Summa de Casibus, geschrieben im Jahre 1317, bis zur Reformation das größte Ansehen genoss. Die Abhandlung De Principum Regimine, obgleich nicht ganz von St. Thomas von Aquin, war die maßgebende Auslegung der Kirchenlehre in Bezug auf die Pflichten der Regierung. Also hier kommen wir zu sprechen über den heiligen Thomas von Aquinus oder heiligen Thomas von Aquin. Der lebte zwischen 1225 und 1274 mit seinem Werk nicht nur Summa Theologica, sondern anscheinend auch mit einem anderen Werk in Bezug auf die Inquisition, das heißt De Principum Regimine. Ja, obwohl es nicht ganz von St. Thomas von Aquin war, war er doch für die maßgebliche Auslegung der Kirchenlehre in diesem Werk verantwortlich. Also haben wir hier auch wieder ein wenig die Sicht auf die Hintermänner und wie die römisch-katholische Kirche sich anmaßt, die geistliche Regierung, die weltliche Regierung der geistlichen Regierung vollkommen unterzuordnen. Und mit anderen Worten, was die geistliche Macht sagt, das hat die weltliche Macht ohne Zögern, ohne Gegenfragen und ohne gegenzustribbeln auszuführen. Und wenn sie das nicht tut, dann wird jeder selbst als Ketzer behandelt darin. Das muss man eben mal deutlich sehen. Das ist der Punkt, um den es hier im Grunde geht. Diese Grundsätze lesen wir auf Seite 254 oben nach der Fußnote weiter. Diese Grundsätze fanden allmählich, teils stillschweigend, teils ausdrücklich, in der staatlichen Gesetzgebung Europas Annahme. Kaiser Friedrich II. Nahm sie in seine grausamen Erlasse gegen die Ketzerei auf, von wo sie in die allgemeinen Sammlungen des bürgerlichen Rechts und des Lehensrechtes und sogar in die Gesetzessammlungen der Stadtrechte übergingen. So sehen wir aus den Statuten von Verona vom Jahre 1228, dass der Podestà bei seinem Amtsantritt schwören musste, alle Ketzer aus der Stadt vertreiben zu wollen. Der Podestà ist sowas wie heutzutage ein Regierungspräsident. Ist das jetzt ein Bürgermeister? Verona war ja ein Staat, war ja ein Stadtstaat, ne? Also sowas wie der oberste Bürgermeister. Und in dem Schwabenspiegel, dem Landrecht für Süddeutschland, wird bestimmt, dass jeder Herrscher, der die Ketzerverfolgung vernachlässigt, all seiner Besitzungen beraubt werden soll, und dass, wenn er diejenigen, die ihm von den kirchlichen Gerichtshöfen als Ketzer überliefert werden, nicht verbrennt, er selbst als Ketzer bestraft werden soll. Die Kirche trug Sorge, dass diese Gesetze kein toter Buchstabe blieben. Sie verlangte, dass die Erlasse Friedrichs in ihrer ganzen Grausamkeit auf der großen Rechtsschule zu Bologna als ein fundamentaler Bestandteil der Rechtskunde gelesen und gelehrt werden sollten. Und sie nahm sie sogar in das kanonische Recht selber auf. So, und da wir wissen, dass das kanonische Recht wie die römisch-katholische Kirche Semper Eadem unveränderbar ist, heißt das mit anderen Worten, dass dieses heute immer noch gilt. Jetzt könnt ihr sagen, ja, jetzt ist der Jörg ja total bekloppt geworden, solche Gesetze gelten doch nicht mehr. Doch, doch, doch. Die Frage ist nur, werden die Gesetze auch noch durchgezogen? Verfolgt man sie? Setzt man sie ein? Oder sagt man, wir haben diese Gesetzesrücklage und niemand kann dagegen irgendetwas tun und sagen? Schaut, der Punkt ist doch der folgende. Das ist doch etwas, was wir gemerkt haben nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da haben sie kurzerhand den Patriot Act eingeführt und danach den NDAA, den National Defense and Authorization Act, wie das so schön heißt, und haben damit die ganzen zivilen Rechte der amerikanischen Bürger weggenommen und haben im Grunde gesagt, dass alles das gültig ist, was wir hier über die Inquisition, über die Ketzerverfolgung lesen, dass das in Amerika wieder eingeführt wird. George W. Bush hat ja gelacht, als er über das Waterboarding angesprochen war, diese uralte Foltermethode, die es bereits hier zur Zeit der Inquisition, wahrscheinlich sogar schon früher gegeben hat, und nannte das ja nur Enhanced Interrogation, ja? Also eine erweiterte Befragung, um das jetzt mal im platten Deutsch zu sagen. Eine erweiterte Befragungsmethode ist das Waterboarding, also den Leuten ein Trichter in den Mund zu stopfen und mit Wasser volllaufen zu lassen und dafür zu sorgen, dass sie das Gefühl haben, sie ertrinken und dass sie nicht mehr atmen können und dass sie kurz vor ihrem Tode sind. Das nennt der ehemalige amerikanische Präsident eine rechtmäßige, erweiterte Befragungsmethode. Und die sind heute noch rechtens. Römisch-katholisches Recht verändert sich nie. Es ist nur die Frage, ob es auch noch angewandt wird. Und im Moment findet es vielleicht nicht so viel Anwendung. Da gebe ich jedem recht, der sagt, der Jörg übertreibt hier ein wenig. Aber diese Rechtsgrundlage ist bereits da. Und wenn die Kirche wieder die Macht hat, die sie damals hatte, um diese Macht durchzusetzen, um diese Gesetze durchzusetzen, dann wird sie nicht zögern, ein solches zu tun. Und darüber müssen wir uns bewusst sein. Wir werden sehen, fährt der Autor fort, dass die Päpste wiederholt befahlen, sie auch in die Gesetzsammlung der Städte und Staaten, über die sie das Oberaufsichtsrecht besaßen, aufzunehmen. Und der Inquisitor wurde angewiesen, ihre strenge Durchführung nötigenfalls durch Exkommunikation der Beamten, welche säumig waren in dem guten Werke, zu erzwingen. Ja, nicht einmal die Exkommunikation, welche einem Richter die Befugnis der Amtsausübung entzog, befreite ihn von der Pflicht, die Ketzer zu bestrafen, wenn Bischof oder Inquisitor ihn dazu aufforderten. Angesichts dieses eifrigen Bestrebens, die schärfsten Strafen für die Ausrottung der Ketzer in die Gesetzesbücher hineinzubringen und die weltlichen Beamten zur Ausführung derselben zu zwingen, wenn sie nicht als Ketzer verurteilt und bestraft werden wollten, war die Bitte um Gnade, mit welcher die Kirche ihre Opfer zur Verbrennung auslieferte. Offenbar nichts anderes als ein technischer Ausdruck, eine Formel, durch deren Anwendung man, wie wir später sehen werden, eine etwaige Irregularität wegen der Teilnahme an Bluturteilen vermeiden wollte. Späterhin ließ die Kirche diese zarte Rücksichtnahme fallen und übernahm unbedenklich selbst die Verantwortung für die Ketzerverbrennungen. So zum Beispiel auch, muss ich nochmal eben einwerfen, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges der Ustascha in diesem Freistaat Kroatien, von dem wir ja gelernt hatten in Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Da hatte ich ja davon gesprochen, wie der Pawelczyk und der Stepinac zusammen dafür gesorgt hatten, dass mehr als 900.000 Serben ermordet wurden. Ja, Serben, Juden, Orthodoxe und Protestanten, die vernichtet wurden. Und wo der Klerus zwar die Urteile verhängt hat, aber auch in der Urteilsvollstreckung teilgenommen hat. Franziskanermönche und Dominikanermönche damals waren damit bei. Und für diejenigen, die Englisch können, die sollten sich die englische Lesung von The Secret History of the Jesuits in den späteren 20er Teilen angucken. Da lese ich nämlich von diesem einen Fall von einem 19-Jährigen, der darüber berichtet, wie er zu einem menschlichen Schlachter ausgebildet wurde. Und genau diese Dinge sind Dinge, wo die römisch-katholische Kirche aufgrund ihrer Übermacht sagte, wir müssen uns jetzt gar nicht mehr hinter dem Staat verstecken. Es ist nicht mehr so, dass wir nur die Urteile aussprechen, sondern wir können jetzt auch die Urteile selber vollstrecken. Und genau das ist, was der Autor hier sagt. Diese zarte Rücksichtnahme wurde fallen gelassen und die Kirche nahm selbst unbedenklich die Verantwortung für die Ketzerverbrennung. Und genauso hat sie das im Zweiten Weltkrieg getan, im NDH, in dem unabhängigen, freien Staat Kroatien, den sie damals aus Jugoslawien 1941 rausgetrennt hat und bis 1945 mehr als 1 Million Menschen in total mindestens umgebracht hat. Von diesem Holocaust spricht heute niemand. Von der Macht der Kirche, da spricht heute niemand von. Und deswegen finde ich diese Geschichtsstunde, die wir hier mit diesem Henry Charles Lea Werk begehen, so unglaublich wichtig. Weil wir inzwischen wissen, dass die Geschichte sich immer wiederholt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das, was wir heute mitmachen, das, was wir in der Zukunft in der Verfolgung mitmachen werden, ist nichts Neues, ist alles schon mal da gewesen. Und nur derjenige, der die Geschichte kennt, ist davor vorbereitet, um die Geschichte nicht sich wiederholen lassen zu können. Er ist zumindest vorbereitet. Er weiß, was zu tun ist. So. Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen hier. Möchtest du vielleicht was dazu sagen, Max? Nee, mir ist gerade noch eingefallen. Du hast vollkommen recht. Vorgewarnt ist gewappnet, ist mir da eingefallen. Jetzt aus der Buchlesung Romanismus, Reformation. Und ich bin erstaunt über ganz kurzen Einwurf nur, über die Detailtiefe, wie sich hier auch wirklich an den Jahreszahlen, sag ich mal, entlang gehangelt wird. Und ich habe hier zum Beispiel noch von Urban II., das ist jetzt ja auch schon 200 Jahre, ich kannte jetzt natürlich auch noch entsprechende Dekretbriefe, wo es dann heißt, Zitat, wir zählen nicht jene zu Mördern, die mit dem Eifer ihrer katholischen Mutter gegen die Exkommunizierten brennen und einige von ihnen getötet haben. Und es sei ad libitum, also nach Belieben, möglich, die dann auch entsprechend zu behandeln, wie man das möchte. Ne? Und das ist bis heute auch der Tod entsprechend, es geht auch daraus hervor, der Mord in Irland an Ketzern bis heute offiziell entschuldbar ist. Das sind jetzt nur hier Auszüge, die ich vorher kannte. Und ich bin erstaunt. Also ich möchte fast sagen, diese Bibliothek, die es da gibt, ne, diese kilometerlangen Regalreihen müssen ja voll sein von Bestätigungen und noch auf gut Deutsch perverseren Anordnungen. Ja, also ich bin halt von der Fülle von diesem ganzen Ketzerverfolgungswahn bin ich wirklich auch ein bisschen schockiert und zugleich halt auch beeindruckt. Ne? Also das ist halt wirklich erstaunlich. Ne? Das ist halt heute immer noch, genau wie damals, aktiv sogar, wie du schon sagtest, mit dem Patriot Act auch durchgeführt wird. Ne? Es wird uns heute anders verkauft. Ja? Im Kern ist es ja aber immer noch das Gleiche. Ne? Und ist erschreckend, aber genau darum geht es eigentlich. Ne? Ja. Das ist richtig. Genau darum geht's. Nee, toll. Ja, nee, gut. Das war schon. Okay. So beschloss im Februar 1418 das Konzil von Konstanz, ne, da wo also Hus umgebracht wurde, dass alle, welche die Lehre des Hus verteidigten oder Hus oder Hieronymus von Prag als Heilige verehren würden, als rückfällige Ketzer behandelt und mit dem Feuertode bestraft werden sollten. Puniantur ad ignem. Es ist eine offenbare Fälschung und Verdrehung der Geschichte, wenn neuere römische Apologeten behaupten wollen, die Bitte um Gnade sei aufrichtig gewesen und der weltliche Richter, aber nicht die Inquisition, müsse für die Hinrichtung der Ketzer verantwortlich gemacht werden. Man kann sich das verschmitzte Lächeln denken, womit ein Antichrist Gregor IX. Oder Gregor XI. Der Dialektik zugehört haben würden, die Graf Joseph de Maistre aufbietet, um die Behauptung als irrig zurückzuweisen, ein katholischer Priester könne jemals in irgendeiner Weise das Werkzeug für den Tod eines seiner Mitmenschen gewesen sein. Und wie gesagt, da verweise ich auf, was ich euch gerade eben erzählt habe, aus dem Zweiten Weltkrieg, und da wird genau das eben bestätigt. Wieder geht der Autor hier in eine Fußnote rein, wo eine ganze Menge Werke aufgeführt werden, um das eben gerade Gesagte alles zu bestätigen, und zwar mit Quellen zu bestätigen. Und er fährt dann am Ende der Fußnote fort und sagt, ein Schriftsteller des 13. Jahrhunderts beweist die Sache noch schlagender als de Maistre, wenn er sagt, Zitat, unser Papst tötet keinen und lässt auch keinen töten, sondern das Gesetz tötet diejenigen, welche der Papst zu töten erlaubt, und außerdem töteten sie sich selbst dadurch, dass sie Dinge tun, für welche sie getötet werden müssen. Das ist Kasuistik und Sophistik im feinsten jesuitischen Stile. Mehr geschichtliche Wahrheit liegt in dem, was im Jahre 1782 ein fanatischer Dominikaner schrieb. Unter Anführung von Deuteronomium Kapitel 13, Verse 6 bis 10 erklärt er, das Gebot, alle diejenigen ohne Gnade und Barmherzigkeit zu erschlagen, welche die Gläubigen von der wahren Religion abziehen, sei fast wörtlich das Gesetz der heiligen Inquisition. Alsdann beweist er aufgrund des Zeugnisses der heiligen Schrift, dass das Feuer eine besondere Freude Gottes und das geeignete Mittel sei, den Weizen von der Spreu zu reinigen. Ja? Die Fürbitte um Gnade, die später nichts anderes als eine gemeine Heuchelei war, wurde zum ersten Male, und zwar damals im ehrlichen Sinne, von Antichrist Innozenz III. Geäußert, als der Fälschung schuldige Kleriker degradiert und den weltlichen Gerichtshöfen ausgeliefert wurden. So, jetzt muss ich doch mal eben meine Bibel damit zunehmen, weil es steht ja hier im Deuteronomium Kapitel 13. Da wollen wir doch mal eben gucken, was Deuteronomium Kapitel 13 hierzu sagt. Deuteronomium ist das 5. Buch Mose und Kapitel 13 habe ich hier auch gleich aufgeschlagen. Gebt mir einen kleinen Moment. Ich hatte das ja nicht vorbereitet, wie meistens. Na, wollen wir eben schauen, was Deuteronomium Kapitel 13 in der Schlachterbibel zu sagen hat. Wir lesen hier die Verse 6 bis 10, die also der Dominikaner angeholt hat, um die römisch-katholische Aktion hier zu rechtfertigen. Deuteronomium Kapitel 13, Verse 6 bis 10 lauten, Zitat, ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Ehefrau oder dein Freund, der dir, so lieb wie deine Seele ist, heimlich angestiftet und sagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du noch nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, so sollst du nicht einwilligen und nicht auf ihn hören. Du sollst ihn nicht verschonen und du sollst kein Mitleid mit ihm haben, noch ihn verbergen, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll als erste an ihm sein, um ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Ja, da kann man jetzt nun nicht sagen, dass der feurige dominikanische Mönch hier oder der fanatische dominikanische Mönch irgendwie die Bibel falsch zitiert. Das Problem ist nur, er zitiert sie total aus dem Zusammenhang gerissen, aus dem Alten Testament. Ja? Und natürlich zitiert er sie in der Glaubensüberzeugung, die römisch-katholische Kirche ist die einzig wahre Kirche auf Erden. Wenn sie denn die einzig wahre Kirche auf Erden wäre, dann hätte sie nach dem Alten Testament das Recht, einen Ketzer, wie hier in Deuteronomium, Kapitel 13, Vers 6 bis 10 aufgeführt, auch wirklich zu verfolgen und umzubringen. Das Problem ist nur, das Alte Testament ist zu einer Erfüllung gekommen mit dem Abschluss eines neuen Testaments, nämlich das Neue Testament durch Jesus Christus. Und Jesus Christus hatte hier andere Dinge gelehrt, weil eben das Alte Testament in bestimmten Dingen zum Schluss gefunden hat. Deswegen war es nötig, einen neuen Vertrag zu schließen. Unter dem alten Vertrag war das rechtens. Da sprechen wir aber auch nur von dem Volk Israel hier in der Bibel. Unter dem neuen Vertrag sprechen wir auf einmal ganz anders. Und wir lesen im Neuen Testament ganz deutlich, in verschiedenen Stellen, die einzige Stelle, die mir jetzt im Augenblick einfällt, nicht wortwörtlich, aber die einzige Stelle, die mir einfällt, da heißt es zum Beispiel, ich glaube, das ist in 3. Timotheus, Kapitel 16, kann ich ja eben reinschauen, Timotheus 3,16, dass ein Ketzer, den man einmal anspricht, den soll man dann wegtun. Ja? Also mit anderen Worten, da soll man sich nicht weiter mit beschäftigen, den soll man Gott überlassen, weil Gott ist derjenige, der richtet. 3,16, das ist was anderes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung und Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung und zur Gerechtigkeit, damit der Mensch ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. Also ich weiß jetzt im Augenblick nicht, an welcher Stelle das hier in der Bibel steht. Habe jetzt auch nicht gerade die große Lust, das rauszusuchen, das könnt ihr gerne selbst machen, aber es ist ein großer Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil damals in dem Alten Testament, als das Deuteronomium den Israeliten erklärt wurde, oder im Deuteronomium Gottes Gesetze den Israeliten erklärt wurde, ging es immer noch darum, dass diese Linie, diese Blutlinie, unbedingt bewahrt werden musste, von der Gott bereits in Genesis 3, Kapitel 15 sagte, aus dieser Blutlinie wird der Erlöser der Welt kommen. Dafür war es unabdingbar, mit Ketzern zu der Zeit von Israel anders umzugehen, als man das heute geht, wo Jesus Christus bereits gekommen ist. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied und auf den weist natürlich so ein fanatischer Dominikaner niemals hin. Die biegen sich die Wahrheit so zurecht, wie es ihnen passt und sie nehmen sich aus der Bibel die Verse, die für sie passen und die für ihre Zwecke gut sind, weil der Zweck heiligt die Mittel. Ja? Eine alte jesuitische Formel, die wir heute immer noch wissen, dass solange das Ende, das angestrebte Ziel gut ist, ist auch jeder Weg, der dazu beschritten wird oder jedes Mittel, das gebraucht wird, um dieses Ziel zu erreichen, gut. Da ist aber ein Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und wir dürfen niemals vergessen, der Teufel wird sogar aus der Bibel zitieren, wenn es ihm darum geht, einen Punkt machen zu können. Wenn er seine Rechtschaffenheit beweisen will. Nur er kann seine Rechtschaffenheit nie beweisen, weil der Teufel ist nicht rechtschaffen, er ist ein Lügner von Anfang an. Ja? Und das, denke ich, haben wir inzwischen alle ziemlich gut begriffen. Also, ich weise hier die Worte des fanatischen Dominikaners in der Hinsicht zurück, dass ich sage, er hat zwar recht mit dem, was er hier zitiert, aber er zitiert es in einem völlig falschen Zusammenhang. Und das ist etwas, was man eben auch sehen muss. Ja? Und das machen die römischen Katholiken eben normal gesehen sehr, sehr gerne. So, jetzt mal eben sehen, wo war ich denn geblieben? Das war auf Seite 255 die Fußnote hier. Also fahren wir jetzt weiter auf Seite 256 oben. So wurde allen Christen nicht nur eingeschärft, dass es ihre höchste Pflicht sei, die Ketzer ausrotten zu helfen, sondern sie wurden auch gelehrt, dass sie dieselben ohne alle menschlichen oder göttlichen Rücksichten den Behörden anzeigen müssten. Kein Band der Verwandtschaft diente als Entschuldigung für die Verheimlichung der Ketzerei. Der Sohn musste den Vater verraten, der Gatte ward schuldig, wenn er sein Weib nicht einem schrecklichen Tode auslieferte. Jedes menschliche Band wurde durch die Schuld der Ketzerei getrennt. Die Kinder lehrte man, ihre Eltern zu verlassen, und selbst das Sakrament der Ehe löste sich zwischen einer rechtgläubigen Frau und einem häretischen Gatten. Das Wort der Treue wurde nicht mehr gehalten, denn dass man Ketzern gegenüber keine Treue zu beobachten brauche, war ja eine alte Regel, die Innozenz mit Nachdruck aussprach mit den Worten, den kanonischen Gesetzen gemäß darf dem keine Treue gehalten werden, der Gott keine Treue hält. Ende Zitat. Das Problem ist doch nur mit dieser Aussage, und da gehe ich nochmal zurück auf das, was ich gerade eben vielleicht für einige Leute unzulänglich erklärt habe. Welchen Gott sprechen wir denn bitte schön an? Wenn wir hier die Aussage von dem Antichristen Innozenz haben, die ich gerade eben vorgelesen habe, den kanonischen Gesetzen gemäß darf dem keine Treue gehalten werden, der Gott keine Treue hält, da muss man doch erstmal wissen, von welchem Gott sprechen wir denn hier? Und Papst Innozenz spricht nicht von dem Gott der Bibel. Er spricht nicht von dem Schöpfergott von Abraham, Isaak und Israel. Er spricht nicht von dem Gott, der sagt, ich bin, der die Welt und alles, was darin geschaffen hat und der seinen einzigen Sohn dieser Welt gegeben hat, um für sie zu sterben und um uns zu erretten. Von dem Gott spricht der Antichrist hier nicht. Das muss man immer berücksichtigen. Das sagen sie euch natürlich nicht. Wenn man das nicht weiß, dann kann man natürlich Probleme bekommen mit dem Verständnis darüber. Deswegen ist es so unentbehrlich, um die römisch-katholische Kirche für das zu entlarven, was sie ist. Die Synagoge Satans. Auch das eidliche Versprechen, fährt der Autor fort, der Verschwiegenheit war in Sachen der Ketzerei nicht bindend, denn, Zitat, wenn jemand einem Ketzer treu ist, ist er untreu gegen Gott. Ende Zitat. Oder auch Abfall vom Glauben ist die größte aller Sünden, sagt Bischof Lukas von Thuy. Tja, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und wo ist dieses Gebot? Das Einzige, was ich hier anholen könnte, wäre vielleicht das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Abfall vom Glauben ist die größte aller Sünden. Nur das ist auch wieder so ein Fall, die römisch-katholische Kirche spricht von große Sünden, kleine Sünden, sie spricht von tödlichen Sünden und von nicht tödlichen Sünden. Die Bibel sagt, jede Gesetzesübertretung ist Sünde und die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja? Nach der Bibel ist jede Gesetzesübertretung Sünde und jeder Sündelohn ist der Tod. Also, immer sehen, in welchem Zusammenhang man solche Dinge liest. Ja? Der Bischof Lukas von Thuy sagt, Abfall vom Glauben ist die größte aller Sünden. Das sehe ich so in der Bibel nicht geschrieben. Soll er mir die Stelle bitte mal zeigen, ja? Wo das die größte aller Sünden ist. Wenn sich also jemand eidlich verpflichtet hat, das Geheimnis einer solchen unerklärlichen Schlechtigkeit zu bewahren, so muss er die Ketzerei enthüllen und Buße tun für den Meineid, darf sich aber trösten mit dem Gedanken, dass, da die Nächstenliebe eine Menge Sünden bedeckt, in Anbetracht seines Eifers auch mit ihm sanft werde verfahren werden. Auch hier gehen wir wieder in eine Fußnote rein von Urbani, das wird also dann wohl der Papst Urbanus sein, aber das ist nur eine Fußnote, die eine Quelle angibt. Also fahren wir im Text weiter. Während die Kirche also im 11. und 12. Jahrhundert in Bezug auf die Behandlung der Ketzer geschwankt hatte, ist im 13., wo sie in einen Kampf auf Leben und Tod mit den Sektierern verwickelt war, nichts mehr von dieser Unsicherheit zu merken. Sie gab sich nicht mehr den Anschein der Mäßigung, und abgesehen von der formelhaften Hinzufügung der Bitte um Gnade, machte sie keinen Versuch mehr, der Verantwortlichkeit aus dem Wege zu gehen. Der heilige Raimund von Penaforte, der Sammler der dekretalen Antichrist Gregors IX., der die höchste Autorität seiner Zeit war, stellt es als einen Grundsatz des Kirchenrechts auf, dass der Ketzer durch Exkommunikation, Konfiskation und, wenn diese Maßregeln nichts helfen, durch die äußerste Anwendung des weltlichen Armes gezwungen werden müsse. Der, wessen Glaube zweifelhaft war, sollte als Ketzer gelten, desgleichen der Schismatiker, der zwar alle Glaubensartikel für wahr hielt, aber der römischen Kirche den schuldigen Gehorsam versagte. Alle, ohne Unterschied, sollten in die römische Hürde gezwungen werden, und das Schicksal Koras, Datans und Abirams wurde angeführt, um die Vernichtung der Hartnäckigen zu rechtfertigen. In einer Fußnote lesen wir hier, dass der Autor sagt, dieses blieb die Lehre der Kirche, Zanchino Ugolini rechnet bei seiner Aufzählung der Ketzereien dazu auch die Nichtbeachtung der päpstlichen Dekretalen, worin eine offenbare Verachtung für die Schlüsselgewalt liege. Dieses maßgebende Werk wurde in Rom 1568 auf Kosten Pius V. mit einem Kommentar von Kardinal Campeggi gedruckt und mit Zusätzen von Simancas im Jahre 1579 wiedergedruckt. Meine, also von Henry Charles Lea, Hinweise beziehen sich auf einen handschriftlichen Text aus dem 15. Jahrhundert in der Nationalbibliothek zu Paris, und dann gibt er die Nummer an, wo das herkommt. Näheres über diesen von 1330 verfassten Traktat, der mehrmals auch unter dem Namen des Johannes Calderini veröffentlicht wurde und sein Verfasser bei Hansen in Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns im Mittelalter. Also eine weitere Angabe eines Brunnens hier, die der Autor zur Rate zieht, wo er seine Informationen her hat. Der, ja, zwischen Anführungszeichen heilige Thomas von Aquin, dessen Autorität alle seine Vorgänger in den Schatten stellte und der die Kanones und Dogmen in ein dauerhaftes und noch heute gültiges System brachte, setzt mit erbarmungsloser Genauigkeit folgende Regeln fest. Ketzer, sagt er, dürfen nicht geduldet werden. Die liebevolle Barmherzigkeit der Kirche gestattet ihnen zwei Warnungen, worauf sie im Falle der Hartnäckigkeit dem weltlichen Arme überlassen werden müssen, um durch den Tod aus der Welt geschafft zu werden. Das, schließt er, zeigt die grenzenlose Liebe der Kirche. Das erinnert mich an so einige Ehemänner, die ihre Frauen schlagen und sagen, von das tue ich doch alles nur aus Liebe, Schatz. Spürst du nicht, wie sehr ich dich liebe an den Schlägen, die ich dir verabreiche? Genauso ist die römisch-katholische Kirche und vom selben Geist besessen ist sie übrigens auch. Das, schließt Thomas von Aquin, zeigt die grenzenlose Liebe der Kirche. Denn es ist weit schlimmer, den Glauben zu verderben, von dem das Leben der Seele abhängt, als Münzen zu fälschen, die nur für das zeitliche Leben den Unterhalt bieten. Darum, wenn Falschmünzer und andere Übeltäter mit Recht sogleich zum Tode verurteilt werden, müssen Ketzer mit noch viel mehr Recht, sobald sie überführt sind, hingerichtet werden. Also ich verstehe hieraus, dass die römisch-katholische Kirche Falschmünzerei als gar nicht so eine schlimme Sache ansieht, weil das ist ja nur hier in dieser Welt. Und das erinnert mich daran, dass ich gestern den 4. Teil aus dem 2. Band von Griesinger gelesen habe, wo die Jesuiten es ja auch geschafft haben, mit ihrer Falschmünzerei den Wert einer 3,8 Gramm schweren Goldmünze im Lauf der Jahrhunderte auf billige Kupfermünzen runterzubringen, weil sie eben so viel verfälscht wurden. Ja? Also man muss immer mal wissen, wer hinter den Fälschern auch steht. Das ist meistens die Kirche dann auch noch selber. Aber es ist natürlich eine interessante Auslegung des Rechtes, wie der Thomas von Aquin hier sagt, wenn Falschmünzer und andere Übeltäter mit Recht sogleich zum Tode verurteilt werden, müssen Ketzer mit noch viel mehr Recht, sobald sie überführt sind, hingerichtet werden. Doch wird die Kirche in ihrer Gnade den Sünder stets wieder in ihren Schoß aufnehmen, gleichgültig, wie oft er rückfällig gewesen sein mag, und wird ihm voll Güte eine Buße auferlegen, wodurch er das ewige Leben gewinnen kann. Aber die Liebe gegen den einen darf nichts Böses für andere mit sich bringen. Darum wird der erstmalige Ketzer, der bereut und widerruft, zur Buße angenommen und sein Leben geschont. Wenn er aber rückfällig wird, kann er zwar um seines Seelenheils willen auch zur Buße zugelassen, aber von der Todesstrafe nicht befreit werden. Damit ist die Politik der Kirche klar ausgesprochen, die sie, wie wir sehen werden, unabänderlich befolgte. Und das ist genommen aus Thomas von Aquinas Werk Summa Theologica. Die Kirche, fährt der Autor fort, war indessen nicht damit zufrieden, ihre Macht nur über die Lebenden auszuüben. Auch die Toten mussten ihre züchtigende Hand fühlen. Es schien unerträglich, dass jemand, der seine Schlechtigkeit mit Erfolg verborgen und vor dem Tode die Sakramente empfangen hatte, in geweihtem Boden liegen bleibe und in die Gebete für die Gläubigen mit eingeschlossen werden sollte. Nicht nur war er der gebührenden Strafe für seine Sünden entgangen, sondern auch sein Eigentum, das der Kirche und dem Staate verfallen war, war unrechtmäßigerweise an seine Erben übergegangen und musste diesen also abgenommen werden. Man hatte somit also Grund, ein Verhör über diejenigen anzustellen, welche schon vor dem Richterstuhl Gottes gelangt waren. In der alten Kirche hatte man über die Frage gestritten, ob die Exkommunikation mit all ihren furchtbaren Strafen hier und im Jenseits auch über die abgeschiedenen Seelen ausgesprochen werden könne. Schon zur Zeit Cyprians war die Sitte, die Toten zu exkommunizieren, in Aufnahme gekommen, und um das Jahr 382 hatte der heilige Johannes Chrysostomos die Häufigkeit solcher Urteile bekämpft und sie als eine Einmischung in das Urteil Gottes bezeichnet. Im Jahre 432 nahm Leo I., wir erinnern uns, 432, da gab es noch keinen Papst, das ist ein Bischof, der Bischof von Rom, die nämliche Stellung dazu ein, und gegen Ende des Jahrhunderts, also des 5., wurde sie von Galasius I. und einem Konzil zu Rom bestätigt. Auf dem 5. Generalkonzil jedoch, das in Konstantinopel im Jahre 553 abgehalten wurde, wurde die Frage aufgeworfen, ob die Kirche die Macht habe, Theodoret von Cyrus, Ibas von Edessa und Theodor von Mopsuestia, die schon seit 100 Jahren tot waren, mit dem Kirchenbanne zu belegen. Viele von den Vätern des Konzils bezweifelten es, als Eutychius, ein in der Schrift wohlbewanderter Mann, darauf hinwies, dass der fromme König Josia die heidnischen Priester nicht nur hatte töten, sondern auch die Überreste der bereits Gestorbenen hatte ausgraben lassen. Dieses Argument schlug durch, und das Anathema, also der Bann, wurde ausgesprochen, trotz der Proteste des Antichristenpapstes Vigilius, der sich durchaus nicht überzeugen lassen wollte. Die Findigkeit des Eutychius, eines bis dahin völlig unbekannten Mannes, wurde mit dem Patriarchate von Konstantinopel belohnt, und Vigilius wurde durch gerade nicht sehr sanfte Mittel gezwungen, das Anathema zu unterschreiben. Im Jahre 618 leugnete das Konzil von Sevilla die Berechtigung zur Totenverdammung. Aber im Jahre 680 sprach das 6. Generalkonzil, das in Konstantinopel abgehalten wurde, in ausgedehntem Maße die Exkommunikation über alle diejenigen aus, die es für Ketzer ansah, mochten sie lebend oder tot sein. Demgemäß hielt sich im Jahre 897 Stephan VII. Für berechtigt, den Leichnam seines Vorgängers, des Papstes Formosus, der damals schon 7 Monate im Grab lag, auszugraben, ihn an den Füßen herbeischleifen und mitten unter die zu seiner Aburteilung zusammenberufene Synode setzen zu lassen, um ihm nach einer Verurteilung 2 Finger von der rechten Hand abhauen und ihn dann in den Tiber werfen zu lassen. Jetzt werden einige sagen, das ist ja eine erfundene Geschichte hier. Das Problem ist nur, ich habe das bereits in einigen anderen Büchern, unter anderem Die Frau und das Tier von Dave Hunt und Babylon Mysterienreligion von Ralph Woodrow auch gelesen. Der Fall dieses Formosus, den sie ausgegraben haben und dann im Grunde verurteilt hatten, die haben wirklich die Leiche dahingesetzt, ist tatsächlich passiert. Kann geschichtlich nachvollzogen werden. Ich habe damals in Babylon Mysterienreligion, also der englischen Lesung, wo ich das bis jetzt nur gelesen habe, auch Bilder davon damit reingemacht. Das ist wirklich, so ist die römisch-katholische Kirche. Ja? Holt ein Papst aus dem Grab, der 7 Monate lang schon tot war, zerrt ihn an den Füßen in den Gerichtssaal und dann verurteilt ihn und haut ihm 2 Finger von der Hand ab und wirft ihn danach in den Fluss. Es gelang aber, ihn wieder herauszufischen und ihn von Neuem der Erde zu übergeben. Im nächsten Jahre jedoch erklärte ein neuer Papst, Johann der 9., das Verfahren für ungültig und ließ durch eine Synode verkünden, dass niemand nach dem Tode verurteilt werden könne, denn der Angeklagte müsse die Möglichkeit der Verteidigung haben. Ja, das kann ja vielleicht sein, aber die meisten Leute in der Inquisition hatten niemals die Möglichkeit einer Verteidigung. Sie wussten nicht, weswegen sie angeklagt wurden, sie wussten nicht, wer ihr Ankläger ist, und sie hatten keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Das hinderte Sergius III. Im Jahre 905 nicht, den Leichnam abermals auszugraben, in päpstliche Gewänder zu kleiden, auf einen Thron zu setzen und ihn noch einmal feierlich zu verurteilen, zu enthaupten ihm 3 weitere Finger abzuhauen und ihn in den Tiber werfen zu lassen. Ja, sorry, ich bin nur im Kopfschüttel die ganze Zeit. Ja. Sorry für die Unterbrechung, ja. Ja, nee, das ist, weil du das vielleicht zum ersten Mal hörst. Also für mich ist das alter bekannter Stoff, aber nichtsdestotrotz, wie der Autor das hier natürlich uns mitteilt, ist das schon auf eine gewisse Art belustigend. Wenn es nicht so grausam wäre, dann könnte man drüber lachen, ne? Traurig und ich fasse es nicht. Ne? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Gar nichts. Ne? Das ist unfassbar, wirklich. Also jetzt schon wieder so ein Punkt hier. Abartig. Ne? Ja, das ist richtig. Und übrigens, ja, wir sprechen ja hier jetzt von den vom 9. Jahrhundert, vom 7. Jahrhundert und selbst vom 10. Jahrhundert, Jahr 905. Ich hatte ja gerade eben gesagt, dass in der Inquisition man eben nicht das Recht hatte, sich zu verteidigen. Das ist ja noch von vor der Zeit der Inquisition. Das ist ja, was im Grunde darauf hinausläuft. Ne? Das sind die Räder, die davor drehen. In der Inquisition selber, da konnte man sich nicht verteidigen. Also das, was der Papst hier angeholt hatte, dass er meinte, man müsste sich ja verteidigen können, das galt während der Inquisition deutlicherweise nicht. Doch zeigte, sagt der Autor weiterhin, sich die Sündhaftigkeit dieses Verfahrens, also den Papst Formosus da zum zweiten Mal rauszuholen, Formosus, den zum zweiten Mal aus dem Grab zu holen und wieder zu verurteilen und den Kopf abzuschlagen, 3 weitere Finger abzuschlagen und ihn wieder in einen Fluss zu werfen. Diese Sündhaftigkeit des Verfahrens zeigte sich, als die ruhelosen Überreste von einigen Fischern aus dem Flusse gezogen und zur Kirche des heiligen Petrus gebracht wurden, wo sich die Bilder der Heiligen vor ihnen neigten und sie voll Verehrung grüßten. Ums Jahr 1100 erklärte der heilige Ivo von Chartres, der berühmteste Kirchenrechtslehrer seiner Zeit, ohne Bedenken, dass die Macht der Kirche zu binden und zu lösen auf die irdischen Dinge beschränkt sei, dass die Toten jenseits des menschlichen Richterspruches ständen, dass sie nicht verurteilt werden könnten und dass das Begräbnis denen nicht versagt werden dürfe, welche bei Lebzeiten nicht verhört worden wären. Doch als die Ketzerei zunahm und ihre Hartnäckigkeit den leidenschaftlichen Hass, den sie erregte, zu rechtfertigen schien, mochte der Priester wohl nicht den Gedanken ertragen können, dass die Gebeine von Ketzern die heilige Umfriedung der Kirche und des Kirchhofs störten und dass er sie unbewusst mit in die Gebete für die Toten einschloss. Es fand sich leicht ein Weg, sie zu treffen. Das Konzil von Verona im Jahre 1184 und spätere Päpste und Konzilien exkommunizierten wiederholt und ausdrücklich alle Ketzer. Nun war es eine alte Regel der Kirche, dass alle Exkommunizierten, die nicht innerhalb eines Jahres um Absolution einkamen, verurteilt wurden. Ja, wir erinnern uns von Heinrich IV., der ja exkommuniziert wurde und der ein Jahr hatte, um zu bereuen und daraufhin ja den Gang nach Canossa tat im Jahre 1077. Somit waren alle Ketzer, die ohne Beichte oder Widerruf starben, selbstverständlich verurteilt und hatten kein Anrecht auf ein Begräbnis in geweihtem Boden. Exkommuniziert konnten sie nicht mehr werden, da sie schon ipso facto unter der Exkommunikation standen. Wohl aber konnten sie verurteilt werden. Wenn sie daher irrtümlicherweise ein christliches Begräbnis bekommen hatten, so mussten sie, sobald die Tatsache ihrer Ketzerei entdeckt wurde, wieder ausgegraben und verbrannt werden. Die Untersuchung, welche ihre Schuld feststellte, war nur eine Prüfung der Tatsachen, nicht eine Verurteilung, und die Strafen ergaben sich von selbst. Dass es einige Mühe kostete, diese Regel durchzuführen, ergibt sich aus einem Schreiben Antichrist Innozenz III. Vom Jahr 1207 an den Abt und die Mönche von St. Hippolytus von Faenza. Diese hatten sich trotz des Befehls eines Legaten geweigert, den Leichnam Ottos unseligen Angedenkens eines auf ihrem Kirchhof begrabenen Ketzers wieder auszugraben und das deswegen gegen sie ausgesprochene Interdikt zu beobachten, weshalb Innozenz mit den energischsten Maßregeln drohen musste, um sie zum Gehorsam zu zwingen. Mit der Zeit jedoch befestigte sich der Grundsatz. Es wurde als schwere Sünde angesehen, einen Ketzer oder einen Begünstiger der Ketzer zu begraben. Eine Sünde, die nur unter der Bedingung verziehen werden konnte, dass der Sünder die Überreste mit seinen eigenen Händen ausgrub, während das Grab für immer verflucht blieb. Wir werden sehen, dass die Ermittlung des persönlichen Lebens der Toten kein kleiner oder unwichtiger Teil der Pflichten der Inquisition wurde. Für den Einfluss. Wir lesen jetzt hauptsächlich von Innozenz III. Und Friedrich II. Für den Einfluss, den diese Lehren und solche Gebräuche auf die Handlungen und die Politik des Zeitalters ausübten, bildet die Laufbahn Friedrich II. Ein gutes Beispiel. Italiener, halb von Blut und ganz von Erziehung, war er ein philosophischer Freigeist. Die Anklagen Antichrists Gregors IX., dass er im Geheimen ein Anhänger Mohammeds sei, und die Überlieferung, dass er im Privatgespräch Moses, Christus und Mohammed, die drei großen Betrüger zu nennen pflegte, widersprechen einander, zeigen aber, dass er Veranlassung zu solchen Anschuldigungen gab. Allein dieser Mann, von dem Gregor erklärte, dass er das Sakrament nur nehme, um seine Verachtung der Exkommunikation zu dokumentieren, war zu scharfsinnig, um nicht anzuerkennen, dass er über ein christliches Volk nur herrschen könne, wenn er sich wenigstens in der Ausrottung der Ketzerei den Anschein des Eifers gab. Er erlangte seine Krönung in St. Peter am 22. November 1220 durch Veröffentlichung des schon erwähnten für die Geschichte der Verfolgung so denkwürdigen Erlasses. Es war ein Teil dieser feierlichen Handlungen. Als Honorius während der unaussprechlichen Mysterien der Messe innehielt, um im Namen des allmächtigen Gottes ein Anathema zu schleudern, gegen alle Ketzereien und Ketzer mit Einschluss der Herrscher, deren Gesetze die Ausrottung derselben hinderten. Der so übernommenen Aufgabe blieb Friedrich immer treu, und das umso mehr, weil er die Notwendigkeit der kirchlichen Reform anerkannte und von einem Kalifat träumte, in welchem sowohl das weltliche wie das geistige Schwert in seiner Hand vereinigt wäre. Wie dem auch sein mag. Sein lebenslanger Streit mit dem Papsttum machte ihn umso erbarmungsloser in der Ausrottung der Ketzerei. Und als Gregor IX. Gerade dabei war, den Grund zur Inquisition zu legen, sehen wir, dass Friedrich ihn unerschrocken zu noch größerem Eifer in der Verteidigung des Glaubens drängte und ihn auf sein eigenes Beispiel hinwies, das zu befolgen für den Papst empfehlenswert sei. Nun sind wir beinahe bei einer Stunde angekommen und hier ist gerade ein schöner Absatz, um eine Pause zu machen, um dann nächstes Mal auf Seite 262 in dieser Lesung fortzufahren. Ich glaube, das heute Besprochene hat sein ganz eigenes kräftiges Gewicht und es sollte dazu ansetzen, dass man mal ein wenig in sich geht und dass man probiert, aufgrund der Handlungen, die wir gerade gelesen haben, die die römisch-katholische Kirche seit Jahrhunderten unternimmt, ob man diese Kirche wirklich die Kirche Christi nennen kann. Da sollte man mal in sich gehen und man sollte das mal für sich selber studieren. Und dazu sollte man auch ruhig die Bibel mit zur Hand nehmen. Und wenn dann so ein fanatischer Dominikaner tatsächlich es wagt, die Bibel zu zitieren, um zu sagen, jetzt haben wir Menschen das Recht zu töten, dann muss man sich ganz besonders dringend die Frage stellen, warum zitiert ein Mönch der römisch-katholischen Kirche, die die Bibel hasst, die die Bibel verfälscht, die die Bibel verbietet und die die Bibel den Menschen nicht zugänglich macht, warum zitiert er auf einmal die Bibel? Nur, weil es ihm gerade eben in den Kram passt. Nur, weil der Teufel selbst von der Bibel zitiert, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn man selber nicht fest in der Bibel steht, dann lässt man sich von solchen Aussagen ganz leicht verirren und von der Bibel abkommen und sagt von, ja, aber der Mann hat ja recht und die Bibel hat Unrecht. Und dann fällt man doch tatsächlich vom Glauben ab, weil man hier einem Zitat aus dem Verhältnis gerissen in ein anderes Verhältnis sitzt, Glauben schenkt, das aus der Synagoge Satans, aus der Kirche des Teufels selber kommt. Lasst mich euch versichern, die Bibel ist wahr, sie ist das wahre Wort Gottes und sie irrt nicht, weil Gott kann nicht irren. Und daher kann auch sein Wort nicht irren, das er Menschen aufgetragen hat, es niederzuschreiben. Aber die menschliche Auslegung des Wortes, die kann irren. Und das ist genau das, womit wir es mit diesem fanatischen Dominikaner zu tun hatten. Schaut es euch selbst in aller Ruhe nochmal an und ich denke, ihr werdet mir zustimmen, ansonsten werdet ihr mir das in euren Kommentaren wohl wissen lassen. So, Maximilian, die Lesung habe ich soweit abgeschlossen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht noch eine abschließende Bemerkung geben möchtest. Ja, also ich hatte ja am Anfang gesagt, ich gebe mir ein bisschen kaltes Wasser. Ich bin tatsächlich wirklich ein bisschen in sehr kaltes Wasser eingetaucht. Ja, es ist ein erstaunliches Werk und ich freue mich auch, wenn bei mir die Bände dann irgendwann mal eintrudeln werden, die ich jetzt noch bestellt habe. Und ja, es gibt da wirklich nichts, was es nicht gibt im Katholizismus und im Romanismus als solchem. Immer wieder erstaunt, wie gesagt. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, Jörg, für heute mit dieser Portion, also in einer guten Stunde, kleine tiefe Einblicke in den Katholizismus, reicht mir das auch heute erstmal wieder. Und dann auf jeden Fall ab morgen mal wieder häppchenweise, ja, die wahre Geschichte. Und wie du schon sagtest, die einzige tatsächliche Wahrheit, die wir halt haben, ist die Bibel und da von mir aus einfach auch nochmal die Bitte, das auch zu beherzigen und entsprechend ernst zu nehmen. Das reicht nämlich völlig aus, wenn man wirklich auf der Suche nach der einzigen Wahrheit ist. Ja, so, also das von mir noch. Gut. Ja, und schöne Lesung. Vielen Dank auch für die Einladung und ja, wir hören uns. Ja, gerne geschehen. Wenn du dabei bist, wenn ich lese und du hast mal die Zeit, dann darfst du mich immer gerne wieder begleiten. Ist ja mal schön, auch nebenbei nochmal die Meinung oder die Einfälle an jemand anderes zu hören, außer die von mir selber. Ansonsten werde ich halt die 2000 Seiten mehr oder weniger alleine durchlesen, wo ich auch kein Problem mit habe. Es ist ja auch immer schön, ein Buch mal in Ruhe zu lesen. Und naja, der Vorteil ist, wenn ich die andere Aufnahme mache, dann kann ich es kurz pausieren, dann kann ich mehr Zeit nehmen, die richtigen Bibelstellen rauszusuchen. Da hatte ich jetzt heute nicht die Zeit zu. Aber das ist nun für diese eine Lesung nicht so wild. Und wie gesagt, das, was Maximilian sagte, da kann einem, wenn man das, was wir heute gelesen haben, aufmerksam verfolgt hat, da können einem nur eiskalte Schauer über den Rücken laufen. Und man muss sich dann doch wohl die Frage stellen, wieso gehen Leute jeden Sonntag in so eine Kirche und nehmen von so einem Pastor so ein Stück Brot in den Mund und machen da die Kommunion, wo sie keine Ahnung haben, was das Dogma der Transsubstantiation überhaupt ist und was die Bibel dazu sagt. Ja, aus dem einfachen Grunde, weil die Leute die Geschichte nicht kennen, weil Bücher wie das von Henry Charles Lea, was ich hier lese, weil das in der Schule nicht gelehrt wird. Das, was wir als Kinder in der Schule hätten eingebläut kriegen müssen, nämlich das Dogma der Bibel, die Lehre Gottes und die wahre Geschichte, wie sie sich zugetragen hat, das haben sie uns in der Schule nicht gelehrt. Für manche Leute ist es zu spät, aber ich hoffe für diejenigen, die dieses Video hier geschaut haben und die sich diese ganze Serie anschauen, dass es für die nicht zu spät ist und dass sie sich immer noch zu Jesus Christus bekennen können, in der Hoffnung, dass der Vater sie zum Sohne zieht. Ich schließe mit der Bitte, lest eure Bibel. Maranatha. Exalt his name together, oh magnify the Lord with me, and let us exalt his name together, let's magnify the Lord, so that he is seen more clearly, Psalm 34, verse 3. Let's exalt his name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Oh, magnify the Lord with me.